Willkommen zum finalen Part des Limonadendschungels. Es ist Part 15 und wir sind hier in dem Level, wo wir die letzte Stalker nicht gefunden haben. Ja, und wo ich eigentlich gedacht habe, weil die ist, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich da geguckt habe. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja. Wow, perfektes Item. Also hier im letzten Part gab es schon ein bisschen Skill. Und Upsnipe. Und es gab keine Items. Es stimmt. Hier in diesem Level gibt es verdammt weniger Items. Aber wir müssen ja die ersten beiden Star Coins jetzt nicht sammeln. Das war Skill. Dass ich die getroffen habe. Ja, wow. Da war Skill. Wir müssen ja die ersten beiden Star Coins nicht mehr sammeln, deswegen. Krass. Die sind ja unsterblich. Passt das hier ganz gut in den Kram. Alter, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich bin da, ich hab eingefroren und bin da dann drauf. Ah, das wollte gerade sagen, das hat nicht ganz gereicht, aber doch. Also. Oh, ey, irgendwie steigt die Konzentration zu spät. Ja, wir haben jetzt halb eins in der Nacht. Na gut, es geht noch. Wir müssen ein bisschen leise sein. Es gibt Leute im Haus, die schlafen. Oh, fuck. Wollte ich gar nicht. Weg. Und also Ausraster sollten jetzt eigentlich ja nicht so. Naja, die waren ja bis jetzt eh nur selten. Ja, das stimmt. Also zum richtigen so viel gab's nicht zum Ausrasten. Oh, scheiße. Geil, gibt's Eichepilz. Hä, warum kriegst du nur. Ach so. Ja, das ist natürlich scheiße. Weil ich sie gerade in der Sekunde da verloren habe. Das war natürlich die letzte Gülle. So, wir müssten eigentlich gleich da sein. Aber vorher kommt noch so ein bisschen Gefiddle hier. Ja, also Stern, das ist hier ein überschätztes Item. Hallo, ich eben deswegen. Ich hab eigentlich manchmal Weil man eben schnell überhebt. So, hier habe ich gedacht, dass ich alle drei Röhren abgesucht habe, aber anscheinend war es nicht so. Ne, ich weiß aber auch nicht. Ich habe gedacht. So, und jetzt muss ich mal. Ich mache jetzt mal was ganz Bestimmtes. Achso, das geht gar nicht, ja, logisch. Passt. Achso, ne, da geht's gar nicht mehr. Nee, alles gut. Wir haben alles richtig gemacht. So viele Blöcke geholt. Wow. Aber ich wusste auf alle Fälle, ich habe die ersten beiden Röhren habe ich definitiv abgesucht. Ja, und dann, die letzte dritte nicht. Das ist doch komisch. Naja. So, jetzt. Jetzt schließen wir den Level noch fertig ab. Fertig ab. Fertig ab. Das war sehr cool. Das auch. Das auch. Ja. Scheiße. So viel dazu. Oh Mann. Wir müssen wohl. Naja, gut, nee, es ist eigentlich nicht so das Problem. Müssen wir nochmal machen. Ich gebe uns mal kurz. Ja, Pilz, wollte gerade sagen, müssen wir noch haben. Den brauchen wir sowieso nicht in der Aber wir haben die Halbzeit immerhin. Ja, eben. Da haben wir es nicht mehr so weit. Das war jetzt natürlich mega fail eigentlich. Aber ihr habt es ja gesehen. Wir müssen natürlich trotzdem holen für 100%, aber. Ja, ihr seht es jetzt. Höchstwahrscheinlich seht ihr es nochmal. Er konnte aber auch vorspulen. Wenn es jetzt zu lange ist, aber ihr wollt ja natürlich unsere Fails sehen. Oh, schon wieder Stern. Ja. Und wieder brauchen wir nicht losrennen. Und erst jetzt. Wow. Guck mal, hier kann man die ganze Kacke umbringen. Sorry. Alter, das war schon wieder sauknapp. Aber das war ja alles geplant. So gut. Ganz gefüllt. Ach Mist, ich wollte die letzte. Ich war, na gut, es war der vorletzte. Den Emblock wollte ich noch holen, aber. So, jetzt bemühen wir uns noch nicht zu sterben. Im letzten Part hatten wir auch keinen Eichelpilz, darauf sind wir nicht angewiesen. Wir als Pro-Gamer. Ja, stimmt. Nee, ganz so krass sind wir nicht drauf. Items brauche ich gar nicht zu suchen, die gibt's hier da sowieso nicht. Ja, das ist richtig. What the fuck? Bisschen abwarten, jetzt rüber. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu spät. Dass man also, nicht das ist aber richtig dünne. Dass man nicht. Alter, komm. Das war auch dünne. Oh mein Gott. Ja, ach, ist nicht so schlimm. Nee. Wir haben heute in dem Part sowieso nicht so viel vor. Wir wollen noch bis zum Schluss kommen, ja. Ja, das Schloss, das packen wir schon noch. Wir haben gesagt, finaler Part, deswegen ist das eigentlich eine Garantie dafür. Sagen wir jetzt hier nicht. Also ich wollte sagen, man darf bei diesen Dingern, wo die zwei um das eine rumkreisen, nicht zu spät abspringen, weil man sonst wegrutscht. Du bist weggerutscht. Nee, ich bin nicht weggerutscht. Ich bin da nicht weggerutscht, bei dem anderen gestorben. Boah. Stargun natürlich, ich darf man jetzt nicht vergessen. So, das war geil. Das auch. Aber das war gut, ja.
Oh mein Gott, wir machen einen Mist. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist geil. Sieht geil aus, aber es ist nicht gewollt. So. Ah, ich mache hier hinten. Ja, komm, renne. Danke. So, was ich jetzt endlich mal anbringen bei den Dingern. Warte, ich zeig's. Alter. Sorry. So, hier bei den Dingern, wo sich die zwei um das eine drehen, hier, darf man in der Mitte nicht so lange stehen bleiben, weil wenn das in der Mitte schräg wird, da rutscht man runter in die Suppe. Man muss also rechtzeitig hier rüberspringen. So, hier auch am besten gleich weiter. Ja, hier habe ich gerade verkackt. Hier, man rutscht sonst einfach runter. Ja, es wäre schön, wenn du von mir... Danke. Ja, sorry. Nee, brauchst nicht zu gucken. Es gibt keine Items. Nee, ich weiß, das hat man ja im letzten Part schon mal... Nein. Rausgefunden, also auch dünne. Ja, egal. Wir haben endlich die letzte Starcoin noch geholt. Eigentlich erbärmlich, dass wir es übersehen haben, aber passiert. Und schauen uns jetzt den nächsten Level an. Mal sehen, was das ist. Ich wüsste es gar nicht, aber es scheint irgendwas mit Pilzen zu sein. Ja. Na gut. Willst du gar nicht Pilze in der Suppe oder so? Pilze in der Matschepam-Wickler-Wahnsinn. Oh nein. Ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Ja, ich auch. Gab's so einen ähnlichen Level in Malbrust? Ja. Wie? Ja, natürlich. Hm. Was auch sonst? Ein Wickler rennt. Von oben kommt auch was unten? Nee. Von oben kommt auch was unten, ja. Und natürlich Pilze. Sorry. Nee. Scheiße, war wirklich mein Fehler. Hä, scheiße. Ach hier. Ah, die Starcoin ist, wenn die nicht eindeutig ist, was dann? So, jetzt machen wir es ab hier. Warum kann man die nochmal mit kleines Mal mit der Eisbinde anbringen oder so? Ja, die kann man eben nicht umbringen. Ich gleite einfach hier drüber. Das ist so dünne, ja. Oh! Jawohl. Ich habe den Wickler umgebracht. So sieht's aus. Ich muss erstmal wiederkommen. Erstes Darkcoin haben wir schon mal. Ich glaube, ist irgendwo eine Ranke drin bei den Blöcken da oben. Ich wusste es. Warum wusste ich das? Wie gesagt, ich kann mich an den Level nicht erinnern. Ist auch echt so, aber irgendwie sah das jetzt so aus. Ah, gut, okay, ein Starcoin. Also zumindest hier auf den ersten Blick sieht's nicht so aus. Ne? Oh, doch. Bin ich dumm. Na gut. Zum Glück habe ich da nicht die... Also es wäre egal gewesen. Hm. So, ich fange sie ab. Ja, komm. Ja, aber das war stark. Jawohl. Jetzt sterben wir. Zweites Starcoin unter den Nagel gerissen. Und hier gibt's einen... Die Switch. Scheiße, was müssen wir machen? Ja, schnell, sonst da ist sowieso... Hey, wo bin ich? Am Arsch, da. Oh, Alter, noch gepackt. Ich hab schon richtig... Also, ich hab so geschüttelt. Ja, jetzt mal am Arsch. Das ist viel bloß im Hinterher. Das war schleunigst. So ist... Ja, weil das Ding nicht wiederkommt. Ach Mensch, hier geht's doch noch. Ja. Bin ich wohl. Aber wir haben gerade der Halbzeit. Hier geht's ja noch. Nee, aber ist schon in Ordnung. Kein Problem, wir haben ja beide jetzt scheiße gebaut. Ja, komm, der Halbzeit und geht es da. Haben wir irgendein Item, Digga? Nee. Zumindest kennst du, was für den Level irgendwie geeignet ist. Müssen wir mal wieder ins Pilzhaus gehen. Haben wir ja genügend auf der ganzen Welt verteilt. So. Die Switch schnell. Du musst mitkommen. Ja, ich komme. Hä? Das stirbt ernsthaft. Komm schnell drauf. Ja. Das ist natürlich praktisch, wenn man hier die P-Switches mitnimmt. Na, hier kann man keinen anderen mitnehmen. Verdammt. Sorry, falls du stirbst. Nee, ich sterbe nicht, aber es war knapp. Okay, alles gut, alles gut. Ja, ich glaube, ich komme jetzt nicht zu darüber. Nee. Na, jetzt hat sich mal ein Bubble gemacht. Ach nee. Ach, oh, sorry, jetzt ist der Pilz weg. Naja. Scheiße, ich sollte vielleicht hier hinterher. Oh, nicht schlimm. Ja, jetzt habe ich dich aufgehalten. Nicht Na schlimm. Egal, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht hier noch irgendwie. Komm schnell. Hier, komm schnell. Nee. Scheiße, sorry. Nee, ach. Oh, bin ich wohl. Alles gut, alles gut. Wir müssen Ausschau nach der letzten, die ist da. Da ist er. Da muss ich schnell machen, der kommt dann kurz hoch. Oh. Sehr gut. So, wenigstens was habe ich vollbracht jetzt. Naja, ich wollte. Guck mal, da oben ist was. Nee, bestimmt nicht. Okay, da oben ist nichts. So, kann die Kamera bitte... Ja, danke. Da ist jetzt das Ziel. Los, schnell. Ja, ich schüttel doch. Ich bin nicht cool. Achso, der hüpft da im Kreis. Hä?
Wie hätte man das denn machen sollen? Ja. Okay, nee, gut, nee, ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht gepackt. Na, ist auch nicht schlimm, Alter. Ja. Ja, da war jetzt einfach eigentlich. Ja, schon. Also jetzt schauen wir uns noch das Kase an, würde ich alle sagen. Zeit der Welt. Und dann können wir nochmal die Welten abgrasen und Items sammeln, würde ich sagen, weil es ist echt ja schlimm rundherum. Iggys heiße Sohlenfestung. Scheiße, ey. Limonadendschungelfestung. Puck. Oh mein Gott, ich kenne diese. Ach, das ist schlimm. Das ist aus der 8. Welt von Mario Bros. Wii, da gibt's so Warte, bleib mal stehen. Gut, kein Scroll. Das ist aber asozial. Nee, ist kein Scroll. Und man stirbt, wenn man in die Lava geht, oder? Nee. Doch. Sorry. Wirf mich weg. Ja, nee, ich muss das warten. Ich wollte dich jetzt in die Lava schmeißen. Hier unten könnte irgendwo eine Starcoin sein. Ich glaube, da muss man so weit vormachen oder so. Ich bin noch gerade am Arsch ein bisschen. Wo geht. Hier ist unten waren sie nicht. Da ist irgendwo mal eine Röhre, glaube ich. Ja, das kann auch sein. Ich warte. Ah, ich weiß, was hier immer ist. Da ist, sind da nicht die großen Knochenbowser und da muss man drauf springen. Knochenbowser, ja. Die großen Knochen trocken und da muss man dann die ganze Zeit. Muss man die ganze Zeit. Ja. Meine Fresse. So, alle sterben sie. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen. Ja, wir haben keine Starcoin. Wir haben noch keine Starcoin. Na, mal sehen. Kann sogar sein, dass man hier bei irgendeinem so Ding auch mal Wandsprung hier sein. Hier sein. Ist schwierig. Ich glaube, man sollte hier stehen. Das war gut. Und es ist die erste. Sehr gut. Sehr gut. Ist schwierig. Ui. Aber man kann es packen. Aber ist es 100 pro eine mit Wandsprung hier unten versteckt? Ja, es gibt es am Ende, glaube ich, die letzte oder so. Oder ist es eine Röhre? Ich bin mir nicht sicher. Ich sag einfach nichts jetzt. Aber der Level, der gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, warum? Glaube ich auch, dass man das Ding einführen kann. Ich bin doch mal abgestürzt. Ja. Warte, ich komme. Ich denke mal, entweder da oben ist was oder. Das war geskillt. Ja, das beide. War geil, ja. Wir sind beide noch in der Röhre. Gut. Hä? So, ja, gut. Logisch. Hä? Ja, das ist logisch. Du musst jetzt da runter den Powerblock holen, dann kommst du ja wieder hoch. Nee, alles gut. Das heißt in die Mitte rein. Ja, in die grüne noch. Wenn ich überlebe. Taxi. Ach so, mit dem Vieh. Oh mein Gott. Ach nee. Ja, gut. Mit dem Vieh, ja. Mit dem Vieh kann man auch gut in die Röhre rein. Nee, ich wollte jetzt mit dem Vieh da hoch. Also, dass ich das Vieh in den Eisblock mache und dann ja, ich drauf. War ja schon oben. So müsste man es eigentlich machen, würde ich sagen. Ich bin aber da. Ja, du bist da, deswegen. Ja. Zu zweit ist manches einfacher, manches schwieriger. Wie immer, dafür ist es das Let's Play Together, würde ich sagen, aber Together Let's Play. Bleib mal lieber dabei. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Hat halt Vorteile und Nachteile, das Together Let's Play. Ja, bei beim vielen Level ist es eben Nachteil, weil ja, fuck. Der Großteil sind. Sind wirklich Nachteile. Der Großteil sind Nachteile. Du musst jetzt mal überleben. Ich chille hier. Aber ich sag dir mal nicht, dass du überleben sollst, weil sonst stirbst du. Ich bin doch aber noch auf den drauf. Es hat sogar noch Sternchen gegeben. Ja. Haben wir Halbzeit? Ja, freilich, Halbzeit schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, war ja natürlich klar, dass das. Aber wir wissen ja jetzt, welche zweite Starcoin ist. Muss dann noch mal so geskillt reinkommen. Na, in die mittlere Röhre. Na. Aber kein Problem. Kein Problem. Nee, keine Ahnung. Jetzt, ich ganz unverschämter Bengel. Ach Quatsch, ist doch eigentlich wurscht. Guck mal, hier gibt's doch wieder was. Du sammelst die da oben noch ein. Jo. Dann will ich immer verrext. Da unten. So, hier jetzt nicht rein. So. Sorry, ich muss aufpassen. Sorry. Scheiße, ich hab mich nach oben gedrückt. Nicht schlimm, wir haben Zeit. Ja, jetzt endlich gut. Gibt's noch einen Applaus für uns? Wunderbar. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Das ist aber ein anspruchsvoller Level, deswegen gefällt er mir auch gut. Lava ist ja sowieso geil. Die sieht übrigens richtig nice aus.
Auch wenn aber das sehr unrealistisch ist, aber. Ja, gut. Was ist bei Maulwurst bitte realistisch? Nichts. Außer auch nicht, dass sie so ewig hoch springen können. Du musst wieder überleben. Jetzt überlebe ich auch. Ja, jetzt überlebst du auch. Diesmal ist nicht ganz so schlimm. Situation. Oh, danke schön. Diesmal überlebst du auch, ja. Das ist alles kein Problem. Mit dem Teil bist du safe. Bringe derzeit mal die Viecher hier rund um. Und diesmal auch denselben Fehler. Ja, ich hab genug Abstand. Wofür sind die auch da, wenn man nicht mal sterben kann? Ich frag mich, ob hier jemand einen Death-Counter gemacht hat. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das war keiner. Derselbe Fehler ist mir vorhin auch passiert. So, ich bin drin. Gut. Und die Starcoin, die ist ja. Nee, die ist nicht schwer. Doch, sowas wusste ich noch, dass man auf große Knochen drauf springen muss. Habe ich vorhin angedeutet, mit Knochen-Bowser. Aber ganz übel. Na gut. Dann geht's jetzt Larry an den Kragen. Das ist der verrückte Cooperling. Der ist so richtig, richtig crazy. Mhm. Das ist der mit der Palmenfrisur. Das ist schon crazy genug. Ja, er muss ja laufen noch. What the fuck? Oh, der Hintergrund hier ist geil. Ja, aber sau. Jetzt kommt wieder Mario Realistik, ich fliege nicht als erstes raus. Obwohl, der muss sich nochmal gedreht haben. Ja, haben wir schon öfters angesprochen, ist aber alles gut. Alter, was ist das? Ach ja, das ist der Kampf, genau. Ah, das ist kacke. Nein, Lava. Schlimm. So, ja, da wo dieses rote Ding ist, da kommt gleich so ein Lava-Drachen raus, genau. Oh! Hey, what? Ich wusste nicht, dass der. Danke. Alter, der ist aber gut. Jo, supi. Annehmbarer Postkampf, also ich glaube, es ist einer der schwierigsten. Ja, what the fuck? Oh! Da, ich komme. So. Alter, wie viel macht der das denn? Scheiße. Sehr gut. Ja, der ist zu blöd gewesen. Natürlich. Ja. Scheiße, wie das wohl. Ja. Gott sei Dank kam der jetzt nicht bis rüber, sonst würde ich getroffen werden. Wäre ich getroffen worden. Ja, natürlich kommt er jetzt mal wieder oben. Das macht er, glaube ich, zwei solche Dinger, oder? Ja. Oh, scheiße. Was kommt hier hinter, ey? Jo. Danke, danke, danke. Oh, ich hab gedacht, er kommt hier. Na gut. Das war richtig dünn, ey. Also, das war billig. Ja, wir haben uns billig. Aber egal, wir haben es gepackt. Auf jeden Fall schwieriger Bosskampf. Ich glaube, also würde ich sagen, sogar schwierigst, aber bis jetzt. Ich meine, wir haben heute schon einen Bosskampf gemacht. Das ist jetzt so der fünfte Part in Folge, den wir aufnehmen. Mhm. Und alle anderen, die sind nicht so gut wie der. Aber wir haben auch noch bessere Bosskämpfe. Sag ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja. Und der Part hat sogar normale Länge. Ja, eigentlich müssen wir gar keine Items mehr suchen. Außerdem haben wir genug. Ja, ja, warte. Können wir mal am Anfang eines anderen Partes machen. Ja, alles geschafft. Alle Sterne sind aus dem Limonadendschungel geholt. Wofür das wohl gut ist? Wir wissen es, ihr nicht. Und die nächste Welt, tun wir ab. Die seht ihr im nächsten Part natürlich erst. Oh nein. Wenn euch gefallen hat, dann zeigt es uns mit einem Daumen hoch oder irgendwelche Kommentare. Wäre auch mal nice. Ja, wir freuen uns immer über Kommentare. Schaltet beim nächsten Part einfach wieder ein. Dann geht's weiter in Welt 6. Jo, tschüss. Tschüss.